Moin, hier ist wieder eure grüne Ente und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Create Life. In der letzten Folge hatten wir dieses Wasserrad hier gebaut. Da war zwar letztes Mal leider das Video kurz angehalten, weshalb ihr nicht gesehen hattet, wie ich das gecraftet habe. Aber wir haben jetzt schon das erste Zahnrad angetrieben und der heutigen Folge, ich kann euch mal kurz zeigen, was wir bauen wollen. Zwar entweder so ein Mixer, wenn ich den hier finde. Wo haben wir ihn? Hier einmal einen Mixer oder einen Stanzer, je nachdem, was ich baue. Müssen wir mal schauen. Ich würde mal hier mit dem Stanzer anfangen und mal alle Ressourcen dafür zusammensammeln. Das mache ich mal in der Timelapse. Hier haben wir auch schon wieder ein neues Eisen. Das brauchen wir gleich, damit wir den Eisenblock bauen können. Und dann gehe ich mal wieder hoch und crafte mal so viel zusammen und schaue mal, was mir noch fehlt. Dann schmelze ich mir noch eben kurz das Eisen durch. Und in der Zeit können wir eigentlich auch schon die anderen Sachen craften. Wir brauchen, glaube ich, 8 Knöpfe. Ich schaue mal kurz hier fürs Zahnrad. Machen wir uns mal ein paar kleine Zahnräder. Was fehlt uns noch? Der Underseed-Crusher. Da brauchen wir noch welche von denen. Die muss ich auch noch mal ein paar craften. Dafür brauche ich noch mal ein bisschen Eisen. Und mache das Eisen zu den Nuggets. Zack. Und aus denen können wir uns dann mit Underseed diese Underseed-Alloy-Dings craften. Und mal schauen, ob wir es jetzt bauen können. Jetzt fehlt uns noch das Holz. Dann gehe ich noch mal ein bisschen Holz holen. Gut, und mal schauen, ob ich es jetzt craften kann. Ups. Hier, und da fehlt uns noch ein bisschen Holz. Das heißt, wir müssen noch mal ein Holzbrett craften. Und dann sollte es jetzt möglich sein. Zack. Ja. Und wenn wir jetzt drauf drücken, zack. Und da haben wir Mechanical Presser. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt so schon. Ich habe aber tatsächlich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was wir da jetzt drunter werfen können. Ich schau mal. Oh, jetzt passiert gerade irgendwas. Und was haben wir da jetzt? Eisenblech. Wenn wir das da drunter packen. Okay, das wird anscheinend nicht gestanzt, aber anscheinend haben wir jetzt schon mal Eisenblech. Das ist schon mal recht gut. Jetzt könnten wir vielleicht auch schon den Mixer craften. Da brauchen wir Eisenblech. Das heißt, wir können uns schon mal hier 5 Eisenblech machen. Mal schauen, ob wir schon genügend Eisen hier fertig geschmelzt haben. Leider nicht. Das heißt, ich gehe noch mal hier gleich runter in die Mine. Aber erstmal machen wir uns noch ein bisschen mehr Eisenblech. Zack. Und jetzt haben wir schon mal 3 Eisenblech. 5 Stück brauchen wir für den Mixer. Ich wollte gerade eigentlich einfach nur Eisen holen. Aber aus irgendeinem Grund habe ich mich jetzt schon hier auf Höhe 20 runtergegraben und noch kein Eisen gefunden. Aber unser erstes Gold, aber ich habe gerade noch keine Eisenspitzhacke. Das heißt, ich muss mich hier jetzt mal ein bisschen weiter runtergraben. Ja, ich habe endlich Eisen gefunden. Das heißt, dann können wir hoffentlich uns gleich mal den Mixer bauen und dann auch vielleicht das Gold mit einer Eisenspitzhacke abbauen. Und hier draußen wird es auch gerade dunkel, das heißt, ich crafte mir mal schnell ein Bett. Habe ich alles dafür? Ja, 3 Wolle habe ich. Und mal schauen, wenn wir jetzt das Eisen einschmelzen, sollten wir auf jeden Fall genügend haben. Gut, wir haben jetzt schon mal so viel Eisen, wie wir ungefähr für das Schmelzen oder für das Drücken hier brauchen. Ups. Wenn wir hier mal kurz 2 hinlegen, sollten wir gleich noch die restlichen Eisenbleche rausbekommen. Jetzt haben wir die 5 Eisenbleche und dann können wir mal schauen, ob wir den Mixer jetzt schon weiter craften können. Wir brauchen noch mal ein bisschen mehr von dem und dann schauen wir mal, ob wir das Ganze jetzt bauen können. Hier plus und dann haben wir auch den Mixerkopf, den haben wir auch und wir können auch schon den Mechanical Mixer bauen. Können wir den hier einfach anschließen oder? Ah, nee, da braucht man anscheinend Zahnradpower. Dann schauen wir mal, wie wir den hier jetzt anschließen können. Ich würde mal hier ein paar Sachen umstellen.
Dann ist das Ganze hier nicht so umständlich. Dann packen wir den Mixer hier hin. Machen wir hier das Zahnrad dran. Und packen hier das, oder? Nee. Müssen wir es, oder wie können wir das jetzt benutzen? Okay, anscheinend braucht man zwei große Zahnräder, um das Ganze umzuleiten. Das heißt, ich würde nochmal hier ein weiteres großes Zahnrad jetzt bauen. Was brauchten wir nochmal dafür? Gut, jetzt sollten wir das große Zahnrad bauen können. Zack. Und jetzt haben wir auch das große Zahnrad. Und schauen wir mal, ob wir das Ganze jetzt hier so bauen können, dass wir das ganze Signal hier quasi einmal gedreht haben. So, ja. Und jetzt hat sich das gedreht. Und jetzt können wir vielleicht hier den Mixer anbringen. So. Ne, dann müssen wir das anscheinend noch einmal in ein kleines Zahnrad umleiten. Das heißt, wir nehmen uns nochmal das hier, setzen ein kleines, oder wie können wir das kleine Zahnrad hier ansetzen? Ah, so. Und wenn wir jetzt hier einen Mixer dran packen, ja, der Mixer funktioniert. Gut, ich weiß nicht, ob das die schlauste Mechanik hier ist. Aber solange sie jetzt hier funktioniert, ist alles gut. Ich weiß nicht, ob wir hier unten noch eine Rührschüssel brauchen. Das würde ich mal kurz nachschauen. Ich habe, glaube ich, jetzt gelesen, dass wir so einen Besen brauchen. Das heißt, ich würde mal sagen, daraus so ein craften wir uns auch nochmal. Und mal schauen. Zack. Jetzt haben wir auch so einen hier. Und wenn wir den jetzt reinpacken, zack, ja, dann haben wir hier jetzt unseren Mixer, glaube ich, soweit fertig. Mal schauen, was wir hier mixen können. Ich packe einfach mal das hier rein. Mixt er jetzt schon irgendwas? Nee, noch nicht. Kann ich das? Ja, so kann ich es wieder rausnehmen. Ich schaue mal kurz, was wir hier mixen können. Okay, noch brauchen wir den hier nicht, aber es gibt noch, sonst könnten wir hier auch mal die erste Maschine bauen. Und zwar gibt es einen Ventilator und wenn wir den irgendwie durch Lava oder durch Luft oder Feuer pusten lassen, können wir damit automatisch Sachen braten und das deutlich schneller. Das ist das Gerät hier und da haben wir tatsächlich schon fast alles. Wir müssen nur noch eben das hier einmal bauen und ich schaue mal, ob wir alle Ressourcen überhaupt dafür haben. Braucht noch ein bisschen mehr Eisen, haben wir zum Glück hier noch. Wir brauchen noch 4 Eisen, ich habe aber nur 2, das heißt, ich muss leider noch mal runter in die Mine und neues Eisen holen und dann sehen wir uns gleich. Oh, ich war hier gerade am runtergraben und hier habe ich einfach einen Zombie-Spawner gefunden. Hier oben war glaube ich noch Kohle, dann können wir den gleich mal ausleuchten und plündern. Hier, zack. Und dann craften wir uns mal direkt ein paar Fackeln. Wenn wir hier die Kohle einsammeln dürfen. Das können weg. Ich packe mal kurz die Federn zur Seite. So, und jetzt haben wir auch ein paar Fackeln. Und dann schauen wir mal, ob wir die da unten jetzt einfach alles ausleuchten können. Ich nehme mal ein paar Blöcke mit in die Hand. Und leuchte mal hier ein wenig aus. Und dann killen wir die mal ganz entspannt. Hier die Zombies gekillt und mal schauen, was hier in der Kiste ist. Sättel und ein Eimer, auch gut. Was kann zur Seite? Ein bisschen Erde. Und hier haben wir auch schon einen riesigen Lavasee, denn später können wir auch den Lavasee hier auspumpen. Und ich würde hier auch gerade mal das Eisen mitnehmen, vorher das Ganze hier absichern. Und habe ich überhaupt Platz für Eisen? Nee. Was packe ich hier mal kurz in die Kisten, zack und zack und dann können wir auch das Eisen hier noch mitnehmen. Hier draußen ist es schon dunkel, ich hoffe einfach mal, hier sind keine Monster. Ich kann mal kurz schauen, ja, Schwierigkeit ist auf schwer gestellt, das heißt eigentlich könnten hier welche spawnen, sind es aber zum Glück noch nicht. Und dann schauen wir mal, wenn wir das Eisen jetzt einschmelzen, sollten wir alles für den Ventilator haben. Gut, wir haben jetzt 4 Eisen und das packen wir hier jetzt mal unter den Stanzer, hier, zack, und wenn alles gut geht, haben wir gleich wieder genügend Eisenplatten
Und die können wir jetzt anscheinend hoffentlich zu dem Windrad umcraften. Hier, craften bitte. Und wenn wir jetzt einmal hier rüber gehen, sollten wir das auch craften können. Und zack, jetzt haben wir unseren Ventilator. Jetzt müssen wir den hier auch irgendwie noch anschließen. Ich habe tatsächlich nicht wirklich eine Ahnung, wie das gehen soll. Pack's mal hier. Nee. Wie wir das Signal hier jetzt so drehen können, dass sich das diagonal dreht. Vielleicht brauchen wir dafür auch tatsächlich dann noch ein weiteres großes Zahnrad. Ich schau mal, habe ich hier noch irgendwo eins? Ja, habe ich noch im Inventar. Dann wird das langsam hier immer verzweigter. Vielleicht bauen wir das hier mal nach hinten weg. So und so. Ah, nee, das liegt daran, dass wir da oben schon was angeschlossen haben. Das heißt, wenn das Ganze so anschließen, funktioniert das gut. Und wenn wir daran jetzt den Ventilator anschließen, merken wir, dass wir zu wenig Energie anscheinend haben. Dann würde ich mal sagen, bauen wir mehr Energie hierhin. Mehr Energie, Kraft und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt mal zwei weitere Wasserräder gecraftet und ich würde mal sagen, die bauen wir hier am besten gleich mal mit ein. Und dann holen wir mal mit dem Eimer hier noch ein bisschen mehr Wasser, damit das Ganze sich schneller dreht. Und zack, und noch das letzte Wasser. Ich weiß auch nicht, ob sich dann schneller dreht, zumindest sieht es dann besser aus. Dann haben wir jetzt drei Wasserräder und die können dann hoffentlich hier, ja, das hier betreiben. Anscheinend haben wir hier anscheinend noch eine falsche Drehrichtung. Das heißt, wir müssen das Ganze mit einem Zahnrad noch einmal umdrehen. Wenn wir hier ein Zahnrad dran machen und jetzt das Ding dran platzieren. Schauen wir kurz. Ja, jetzt pustet das Ding. Und wenn wir uns hier mal direkt vorstellen, werden wir auch ein wenig weggepustet. Und ich würde mal sagen, in der nächsten Folge können wir daraus dann mal einen automatischen Ofen bauen. Und dann würde ich sagen, wir haben auf jeden Fall in der heutigen Folge recht viel schon geschafft. Und dann bis zur nächsten Folge. Und bis dahin sage ich ciao. Und lasst noch ein Like und ein Abo da.